Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer mit der Pico 4 einen richtig guten Sound erleben will, der muss zwingend irgendwas Externes an die Pico 4 anschließen. Ist egal, ob In-Ear-Kopfhörer, normale Over-Ear-Kopfhörer, irgendwas Externes muss her, weil die Lautsprecher, die wir hier original haben, die wir hier und hier sehen, also die liefern einen Sound, aber auch kein High-End-Sound. Also man kann damit hören, wenn man irgendwelche kleineren Spiele macht. Aber es ist kein gutes Klangerlebnis, ist einfach so. Man kann sie benutzen, gar keine Frage. Und ich habe auch letztens noch einen kleinen Sound-Mod vorgestellt. Das war was 3D-gedrucktes, da hat sich einer was ausgetüftelt. Das ist auch gut, um das zu verbessern, aber man bekommt es nicht so gut hin wie das, was ich euch heute vorstelle. Und zwar war Modicap wieder fleißig und die haben uns ein Soundkit produziert. Und das ist das Soundkit. Ich zeige euch gleich mal die Montage. Und machen ein bisschen hier von nahen. Das sind die HD562 von Superlux. Und die HD562 sind die Klone, wenn man so nachliest, von dem HD25 von Sennheiser. Also auf allen Testseiten liest man sowas. Und ich muss sagen, die machen ihren Job verdammt gut. Also als ich die getestet habe mit Pistol Whip, im Gegensatz zu In-Ear-Kopfhörern oder mit den Lautsprechern, also ich kam aus dem Grinsen nicht raus. Also als ich die auf hatte und damit Pistol Whip gespielt habe, also ich hatte echt ein richtig breites Grinsen auf dem Gesicht, weil die Sounds so klar rüberkamen. Der Pistolenschuss, die Bässe, alles war super klar und schön laut. Ich habe auch was eigentlich, was ich nicht so gerne mache, aber da habe ich echt mal voll aufgedreht. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, ja, da geht mit Sicherheit noch mehr. Ich finde es vollkommen in Ordnung, also lauter darf es gar nicht sein, weil irgendwann zerstört man sich sein Gehör auch. Und ja, wir haben nur zwei Ohren, ne? Wenn das kaputt ist, haben wir, genau wie die Augen, haben wir dann auch Probleme. Von daher sollte man das nicht übertreiben. Und es ist ein richtig gutes Klangerlebnis. Ich habe auch Shooter gespielt. Auch man kann richtig schön orten und man ist abgeschottet auch. Also das ist auch nochmal ein Punkt. Man ist wirklich in der VR-Welt drin. Das wollen wir ja eigentlich. Ich will nicht, dass ich von der Außenwelt noch was abbekomme. Und das ist mit den Dingern hier definitiv gegeben. Und ich bin begeistert. Ich hatte Pistol Whip auch mit In-Ear-Kopfhörern getestet. Und der Klang war nicht so gut wie mit den Dingern hier. Nachteil auch bei In-Ear-Kopfhörern ist, bei mir auf jeden Fall, die können verrutschen, sich lockern, nicht rausfallen, aber die lockern sich irgendwann, das kann mit den Dingern nicht passieren. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu der Montage über und wir haben hier rechts, links draufstehen, das ist relativ einfach zu sehen, hier oben und ja, dann nehmen wir uns einfach mal die rechte Seite und ich versuche mal das für euch so, ich brauche beide Hände, das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig, auf jeden Fall haben wir hier so eine Lasche, die können wir ein bisschen hochklappen und dann muss man das hier einfädeln, runterschieben und wieder einfach einklicken. Der ist einmal seitlich bewegbar dann, wie ihr seht, und dann ist der aber auch nochmal in diesem Weg hier verschiebbar, ne? Dass man je nachdem, jeder Kopf ist hier anders geformt und ja, das Ohr sitzt einmal da, dann sitzt das da, dann sitzt das da und hiermit kann ich in allen Winkeln bequem einstellen, wo ich das haben muss, das Teil, und dass es genau auch über meinem Ohr liegt. Das ist ganz wichtig. So, da muss man einmal hingehen und legt die Leitung, die lege ich hier so oben entlang. Man kann sich das natürlich auch ein bisschen aussuchen, wie man es macht, aber das war für mich jetzt der logischste Weg. So, dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Ich lege es dann nochmal hier ein bisschen rüber. So, den lege ich dann auch, also hier den Klinkenanschluss mit dem USB-Adapter. Da die Pico 4 ja auch keinen Klinkenanschluss hat, liegt auch noch ein USB-Adapter dabei, damit wir das dann halt auch in die Pico 4 einstecken können. Den lege ich auch innen lang, fädel den auch dann hier wieder ein, den linken Anschluss. Und ja, dann kann man jetzt die Leitung hier so ein bisschen lang ziehen. So, da muss man schauen, dass der Klinkenanschluss hier so ein bisschen nochmal weg zeigt vom Headset. So, und dann habe ich es jetzt einfach so gemacht, dass der hier so runter geht.
und dann hier rüber, hoch und dann da lang. Und ich hatte jetzt keine Probleme, dass die Leitung irgendwann hier rüber rutscht und mir ins Gesicht hängt oder so, war überhaupt kein Problem. Ich ziehe das jetzt mal ganz kurz an und zeige euch mal, wie toll das dann als auf den Ohren liegt. So. So, mal kurz eingestellt. So, schon bin ich in der VR-Welt drin. Die Kopfhörer, wie ihr seht, liegen schön genau über meinem Ohr auf. Und ja, das ist das, was wir wollen. Und wenn der Sound jetzt da ist, bin ich wirklich komplett abgeschirmt. Ich kriege von der Außenwelt nichts mehr mit. Und das ist das, was ich so gut finde. Ich möchte in der VR-Welt nicht unbedingt was außen noch mithören. Und ja, also einfach perfekt. Und das Gute, was ich jetzt hier im Gegensatz zum In-Ear-Kopfhörer zum Beispiel finde, ist, ich brauche nichts mehr extra einstecken. Mir verrutscht nichts. Und ich habe hier das Set, ziehe es an, wie bei der Wolf Index zum Beispiel, und bin glücklich und brauche mich um nichts Gedanken machen. Ich kann einfach spielen. Und das ist das Tolle. Und ja, so sollten eigentlich alle Headsets aussehen, aber es ist natürlich ein Kostenfaktor, ne? Also die Hersteller sparen sich natürlich da eine Menge Geld, wenn man jetzt so ein Wolf Index Soundsystem da dran baut. Das kostet natürlich Geld, die Brille wird wieder teurer und so weiter und so fort. Ja, das Set, wie wir es jetzt hier haben, kostet 99 Euro. Und da werden viele natürlich sagen, wow, 99 Euro ist aber viel Geld. Ja, aber wenn ich jetzt gute In-Ear-Kopfhörer habe, dann bin ich auch bei 99 Euro. Zum Beispiel die P10 VR In-Ear-Kopfhörer, die ja extra für die Quest auch gemacht worden sind, mit diesem USB-Dongle, die kosten auch 99 und im Angebot, glaube ich, irgendwas bei 75 Euro. Und die bieten meiner Meinung nach nicht so einen guten Sound wie die Teile hier. Definitiv nicht. Also ich bin echt begeistert und würde definitiv die Lösung hier vorziehen zu den In-Ear-Dingern, definitiv. Ich bin aber eh kein In-Ear-Freund, muss ich sagen. Aber alleine von Qualität, von dem Klangerlebnis, was ich hatte, ja, definitiv würde ich die vorziehen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Homepage von KBTech und Modicap. Und ja, hier sehen wir, 99 Euro kostet das Soundkit für die Pico 4. Es gibt auch für viele, viele andere Headsets gibt es hier Soundkits und andere Lösungen. Also KBTech definitiv mal ein bisschen rumsuchen im Shop. Vielleicht ist das ein oder andere, was ihr für eure alten Brillen auch noch gebrauchen könnt. Schaut da einfach mal rein. Also da gibt es ganz viele Lösungen. Ja, was ist dabei? Das sind einmal die Kopfhörer dabei, ne? Die HD562. Dann auch die, ja, die Halterung für die Pico 4. Den Kabelsatz, den wir brauchen. Und dann haben wir hier den USB-Adapter, Klinke auf USB-C. Und ja, das ist alles dabei. Das brauchen wir, um wirklich dann den Sound für die Pico 4 zu verbessern. Und ja, ich habe nochmal nachgeschaut. Die 562er sind ja der Klon vom HD25. Und der HD25 von Sennheiser kostet 125 Euro. Und der Superlux, da habe ich keinen richtigen Preis zu gefunden. Wenn ich jetzt hier mal schaue, irgendwas zwischen 30 Dollar und 55 Dollar finde ich hier für die 562. Und ja, also die schneiden eigentlich relativ gut ab. Und ich muss sagen, mir hat jetzt überhaupt nichts gefehlt, muss ich sagen, wo ich die Teile jetzt hier testen konnte. Vom Klangerlebnis, vom Bass. Also die haben einen schönen Bass, meiner Meinung nach. Ich bin aber auch kein audiophiler Mensch, sage ich einfach mal. Ich bin ein normaler User. Ich höre Klänge und erfreue mich dann, wenn es alles klar rüberkommt. Und es kam alles klar rüber. Das ist das, was ich jetzt feststellen konnte. Ich habe im vollen Anschlag, also volle Lautstärke, was die Pico 4 hergibt, habe ich gezockt und es war nichts verzerrt, weil das ist ja bei schlechten Kopfhörern so, wenn man die Lautstärke voll aufdreht, dann hat man halt ein Knarzen, Übersteuern und so weiter und so fort. Und das ist hier nicht der Fall. Also definitiv haben wir hier einen richtig schönen, klaren Sound. Und das ist das Wichtige für mich. Ja, Leute, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde hier erzählen, aber bringt alles nichts. Ihr müsst selber hören, ihr müsst selber erleben. Das ist wie mit Headsets, wenn man die testet. Jeder muss das für sich selber entscheiden und auch erleben. Ich kann nur meine Sachen wiedergeben, die ich jetzt hier erlebt habe und ich bin mega begeistert und will jetzt auch ja, gar nicht mehr ohne diese Teile jetzt hier zocken. Also ich
Gleich, wenn ich das Video fertig habe, werde ich definitiv noch mal eine Runde Pistol Whip zocken, weil es einfach so genial war. Ja, Leute, wenn Fragen sind, gerne unten in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten. Der Bernd von KBTech wird die mit Sicherheit auch beantworten. Und ja, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne mal ein Like da lassen, Abo nicht vergessen, wäre echt nice. Und ich danke euch fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.